Verarschst du mich? Definitiv nicht. Und es gibt noch mehr, wo das herkommt. Also, ich frag nicht nochmal, wo ist sie? Ich mache meinen Fuß bereit für einen weiteren Tritt. Okay, ich sag es dir. Also, nimm den Fuß runter. Ich will jetzt nicht gerade verletzt werden. Ich setze meinen Fuß ab und starre ihn immer noch an. Es ist wie ich sagte. Ich weiß nicht, wo sie ist. Sie ist seit 3 Wochen verschwunden. Und was machst du dann bei ihr zu Hause? Oh, ich hasse es zu trinken. Ich kriege immer so eine Schnupfnase. Das ist wie, als wenn ich Koks genommen hätte. Ich glaube, Leute, die Koks nehmen, kriegen eine Schnupfnase. Ich glaube, im Wein ist Koks drin. Wait. Nein, der Gedanke... Nein, nein, hört auf! Nein, 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 nein. Das habe ich nicht laut gesagt. Es gibt keine Beweise dafür. Im Wein ist kein Koks drin, okay? Mann, ich bring mich in Teufelsküche. Ich werde im ganz deutschen, ganz Gera niemals wieder irgendwas bestellen können, wenn ich weiter so mache. Also so ganz zufrieden bin ich mit dem Pflasterstift nicht. Trinkst komisch. Es war Weißwein, ja? Ich habe die Flasche nicht mehr hier, ich habe die schon weggestellt. Ja, was machst du denn bei ihr zu Hause? Es gab ein, kein. Trinke daheim immer Rot, da ist zumindest kein Koks drin. Oh, ich glaube, wenn ich gucke. Oh nein! Brain Death. Das ist wie letztes Mal, was? Ich hab's mit meiner Mutter geguckt, im ersten Teil. Ihr könnt das auf YouTube auch nachsehen. Ich wollte irgendwas sagen und plötzlich war da Code drinne, statt irgendein anderes Wort. Und jetzt wollte ich sagen, ich trinke keinen Koks. Oh nein. Das darf ich niemandem erzählen, niemandem auf Arbeit. Ei, ei, ei. Es gab einen Ausbruch, wo ich herkomme, und ich bin hergekommen, um nach einer Heilung zu suchen. Also sie darum zu bitten, nach einer Heilung zu suchen. Sie ist losgezogen, um ein paar Kräuter zu finden, und seitdem ist sie nicht mehr zurückgekehrt. Ich dachte, sie würde sich nur Zeit nehmen, aber jetzt... Etwas muss passiert sein. Scheint so. Ich atmete tief ein und versuchte, mich selbst zu beruhigen. Irrationell zu denken würde mir gerade jetzt nicht helfen. Wird ja immer unheimlicher. Sorry, Lincoln. Sorry. Sorry, dass du nicht weißt, dass ich auf Alk so bin. Ich glaube, Eist kennt das nach 4 Jahren genug. Wie viele Geburtstage habe ich gesoffen, Eist? Außer letztes Jahr, wo ich Corona-krank war und mein Brain einfach nur dead war. Oh, letztes Jahr erinnert mich nicht daran. Und ich weiß, dass jedes Jahr zu meinem Geburtstag immer irgendwas war, wo ich mir dachte, oh scheiße, ich will keinen Geburtstag haben. Naja, dieses Jahr habe ich wieder Geburtstag. Fuck it. Kann man nicht einfach meinen Geburtstag abschaffen? Ich werde einfach nicht mehr alt. Ich bleibe immer 35. Es wäre eine Idee, es wäre eine Maßnahme. Es gäbe keine schlechten Tage mehr in meinem Leben. Wobei, das ganze diese Jahr ist ein schlechter Tag. Und ich werde immer an Karfreitag denken. Ich werde jetzt nicht mehr... Ich werde Karfreitag nicht feiern. Wegen Jesus Tod, sondern wegen Papas Tod. Papa hat den smarten Brain-Move gemacht. Mann, Dad. Ja, ich hab nächsten Monat Geburtstag im September. Ich werde da wahrscheinlich auch streamen. Ich habe da nämlich Urlaub. Weil ich muss dieses Jahr noch 10 Tage am Stück Urlaub nehmen von der Rechtslage her. Habe ich nämlich noch nicht gemacht. Und bei meiner neuen Arbeit nehme ich 10 Tage am Stück Urlaub. Und da fällt mein Geburtstag rein. Und dummerweise auch Papas Geburtstag. Oh, ich werde so leiden noch dieses Jahr. Wenn ich losheule, es tut mir leid. Echt jetzt, Lincoln? Ist nicht dein fucking Ernst. Ey, Lincoln, du verarschst mich doch jetzt, oder? Du hast nicht ernsthaft am 26.09. Geburtstag, oder? Ey, Lincoln? Du bist nicht ernsthaft am 26.09.1987 geboren, oder?
wir könnten Geschwister sein. Ich bin am 27.09.87 geboren. Alter, du bist nur einen Tag älter als ich. Ist nicht dein fucking Ernst. Oh boy. Mir explodet gerade das Hirn nach dieser Revelation. Ich atmete tief ein und versuchte mich selbst zu beruhigen. Ich dachte, jetzt irrational zu denken würde nicht helfen. Dann müssen wir sie sofort finden. Hast du eine Ahnung, wo sie sein könnte? Sie erwähnte, dass sie in die Hauptstadt gehen wollte, um ein paar bestimmte Kräuter zu finden. Mein Plan ist es, dahin zu gehen und zu fragen, ob irgendjemand sie gesehen hat und dort weiterzumachen. Der Hafen? Ja, dann lass uns sofort dahin gehen. Du wirst dich einfach selbst einladen? Einfach so? Total. Außer du möchtest den Hafen selbst finden. Oh Gott, wartet. Gibt es einen Weg zurück? Ah ja, es gibt den History-Button. Außer du möchtest den Hafen selbst finden. Ohne mein Wissen... Also außer du möchtest den Hafen selbst finden, ohne mein Wissen, was der schnellste Weg dorthin ist. Er starrt mich an. Na schön. Ist ein bisschen spät fürs Vorstellen, aber was auch immer. Ach, du kannst mich Fio nennen. Ich hatte nicht darum gebeten, dass er sich vorstellt, weil es mir einfach egal war. Außer du wirst dieses Jahr auch... Aber wenn du 35 wirst, musst du ja... Nein, ich werde 36. Ich bin am 27.09.1987 geboren, an einem Sonntag. Um 17 Uhr! Ja, ich weiß auch die genaue Zeit. Mama hat sich dran erinnert und hat mir das erzählt. Yeah. Also, ich werde 36 dieses Jahr. Ich bin 35 aktuell noch. Erinnert mich daran, dass mein Papa mir an meinem 30. Geburtstag eine Kuharen-Torte gebacken hat. Also, mein Papa hat versucht, mit sehr viel Liebe einen Kuharen zu gestalten. Und das war so süß. Also, der Kuharen... Sorry, Papa, dass du das jetzt im Himmel oder in der Hölle hören musst, aber Kuharen war die hässlichste Torte meines Lebens. Aber sie war auch die wunderschönste, weil er sie mit Mühe gemacht hat. Und es war so süß, dass er mir zum 30. Geburtstag wirklich eine Kuharen-Torte gebacken hat. Ich stand damals total auf Magi noch. Und da hat er mir halt mit, nicht mit Marzipandecke, sondern mit Fondant-Decke einen Kuharen gemacht. Das war süß, das war cute. Hat noch Bilder vorher gewollt und dann hat er gefühlt Monate an dieser scheiß Torte gearbeitet. Also er hat eigentlich wirklich ein bisschen Monate dran gearbeitet, weil er ja erst noch die Vorlage für die Fondant-Decke gemacht hat und so. Und das war so cute. Und ich werde sowas nie wieder kriegen. Sorry. Innere Mitte, Mädel, innere Mitte. Ja, es ist eine schöne Erinnerung. Erinnerung, die mich zum Heulen bringt. Skippy! Komm hier, hast du mehr Platz? Schon Freude. Immerhin, ich heule nicht mehr so viel. Ich konnte nicht anders, als mit den Augen zu rollen bei dem letzten Teil. Ich mag zwar die letzten Wochen alleine gewesen sein, aber meine Bücher sind eine viel bessere Gesellschaft als er. Oh, ist das hart. Okay. Jetzt kennt man weiter Vorlieben von dir. Meinst du jetzt meine Hentai-Sammlung, die ich abgegeben habe, zum Großteil? Wie gesagt, ich habe einfach nur Bible Black aufgehoben. Ey, sagt mir bitte nicht, ihr kennt Bible Black nicht. Bitte sagt mir nicht, dass ihr Bible Black nicht kennt. Also ich war... Wie alt war ich denn? 17, 18, 19 ums Dreh. Lass es mal um dieses...
dieses Alter gewesen sein. Da hat mein Papa sich aus Orion und Beate, Use und Schlag mich tot, hat er sich diese Bible Black Teile bestellt. Und dann hat mein Vater die DVDs zuerst geguckt und ich habe mir die danach aus seinem Schrank stibitzt und habe so weitergeguckt. Er wusste natürlich davon, es wäre es gewesen, wenn er es nicht gewusst hätte. Ja, habe ich dann zu Hause, während meine Eltern da waren, nicht mal heimlich, saß ich zu Hause in meinem Kinderzimmer und habe Bible Black geguckt. Alter, was bin ich für ein krankes Wesen. Nein, es ist nicht mein Lieblingsanime, aber es war interessant. Es war sehr interessant. Ja, und jetzt besitze ich den Anime komplett. Irgendwas Anständiges musste ich ja erben, wenn es schon kein Geld so groß gab. Dafür hat es sich gelohnt, das Erbe anzunehmen und zu leiden. Nur für Bible Black. Kommt drauf an, ich glaube, das war noch eine zensiertere Version von Bible Black. Ich bin mir aber nicht sicher. Es könnte auch sein, dass der unzensiert ist. Naja, es war nicht mein erster Hentai. Also, jetzt kommen hier Sachen ans Tageslicht. Ich muss euch gestehen, es war nicht mein erster Hentai. Kennt ihr noch Videotheken? Bitte sagt mir, dass ihr Videotheken kennt. Also eigentlich, Lincoln, du müsstest noch kennen, du bist genauso alt wie ich. Wenn ihr Videotheken noch kennt, mein Papa ist an jedem Samstag ist er in die Videothek gegangen. Hat dort Filme ausgeliehen, für mich manchmal noch ein paar Spiele. Damals hat er mir ganz oft Digimon World 2003 ausgeliehen, damit ich das übers Wochenende zocken konnte. Das war witzig. Ich habe da Digimon World 2003 gezockt. Und mein Papa hat manchmal auch aus der Erotikabteilung Hentais ausgeliehen. Und ja, ein paar dieser Hentais habe ich gesehen. Hallo, ich bin ein Jahr älter. Als ob ich Videotheken nicht kennen würde. Ja, okay, ist ja gut, Eis. Calm your tits. Calm your manly tits. Ja, also jedenfalls, mein Papa war sehr häufig Videothekengänger. Da hat er alles Mögliche an Filmen ausgeliehen. Er hat auch für mich Horrorfilme ausgeliehen. Also meine Eltern waren jetzt nicht so für dieses... Wie soll ich denn das ausdrücken? Ich war nicht unbedingt volljährig, als ich diverse Horrorfilme gesehen habe, die zum Beispiel für... ab 18 frei waren. Ich habe dort aber sehr japanische Horrorfilme lieben gelernt. Also ich habe zum Beispiel die Horrorfilmreihe Eko Eko Asarat gesehen. Ich wünschte, ich würde den jemals wiedersehen können. Der war cool. Ich habe dort The Ring kennengelernt. Ich habe dort Hyon, die japanischen Horrorfilme, kennengelernt. Aber ich habe halt auch viele Kinderfilme dadurch gesehen. Schön und das Biest. Titanic hat mir mein Papa mal ausgeliehen. Und dann fand ich Titanic total boring. Es war so schön. In der 4. Klasse konnte ich den nicht sehen. Und mir hat eine Klassenkameradin gesagt, naja, du bist ja eh so nah ans Wasser gebaut. Also du würdest bei Titanic definitiv freuen. Und dann habe ich so 2 Jahre später Titanic gesehen. Und irgendwie hat es mich null berührt. Nicht so der Henschauer. Naja, Agent Akira war jetzt auch nicht unbedingt ein Hentai. Agent Akira war ein Edgy. Genauso wie Kintaro, also Golden Boy. Oder was gab's denn damals noch? Was gab's denn damals noch, was so übelst edgy war und auf MTV lief? Und damit meine ich nicht Noah. Den habe ich übrigens auch. Golden Boy war super. Ach ja, Lupin der Dritte, da liefen ja auch einige Teile auf MTV damals. Aber der Manga war viel her. Da spricht der wahre Connoisseur. Lincoln, der Hentai-Connoisseur. Ich mag zwar in den letzten Wochen, ja, okay, das hatten wir ja schon. Theo rollte mit den Augen. Warum rollen hier alle mit den Augen? Können die nicht alle normal sein? Großartig.
Nun, ich hoffe, du bist bereit, jetzt loszuziehen, denn ich werde hier nicht warten. Mein Ton wurde sarkastischer. Kein Grund zur Sorge. Ich würde doch einen Gentleman wie dich nicht warten lassen. Habt zwar nicht alle davon. Ah, es war damals eine wilde Jugend, ich sag's euch. Ich zog eine Grimasse und lief vor ihm und zwang mich dazu, einen schnelleren Schritt zu gehen. Ich nehme an, du weißt, wo wir hingehen? Natürlich. Ich habe alles darüber gelesen. Ich kenne jede Karte von der gesamten Insel. Wie lange wird es dauern? Ich hielt inne. Um die 2 Tage? Wie weit ist dein Zuhause eigentlich entfernt? Solltest du nicht eine Kutsche haben? Die Leute reisen für gewöhnlich per Pferd oder Kutsche auf der Insel oder benutzen eine Fähre, um auf kleinere Außeninseln zu kommen. Die Insel ist groß genug, dass man von einer Seite zur anderen kommt und das würde nur zu Fuß 5 Tage brauchen und 2 oder 3 mit dem Pferd. Es ist ziemlich weit weg. Ich bin übers Meer gekommen. Nun, es wäre dann viel besser, wenn du eine Kutsche genommen hättest. Wir müssen wahrscheinlich in den Wäldern kampieren. Wo ist dann deine Kutsche? Ich antwortete darauf nicht mit einer Antwort. Wir machten weiter, während die Stille weniger komfortabel war. Es waren 6 Stunden, in denen wir gelaufen waren und die Dämmerung kam über uns ein. Wie viel länger willst du noch laufen? Er zog eine Grimasse. Was? Bist du schon müde? Ich habe nur gefragt, weil du nicht gerade sehr sportlich aussiehst. Und du bist es? Ich krummelte unter vorgehaltenem Atem. Viel mehr als du, würde ich schätzen. Er starrte mich an und ich fragte mich, warum ich so besorgt darüber war, dass ich Marina mit ihm zusammen suchen musste. Warum sollte ich ihn nicht einfach so zurücklassen? Ist, was ich gesagt hätte, wenn ich auch nur selbstbewusst genug wäre, dass ich sie alleine finden könnte. Ich hatte sie in den letzten Jahren nicht gesehen, also würde ich sie wahrscheinlich nicht mal erkennen, wenn ich sie sah. Außerdem, wenn wir einer Gefahr entgegensprangen, könnte ich seinen Körper als Schild benutzen und in Sicherheit rennen. Sie ist ein Quokka! Wie würde Dele sagen? Sie ist ein Quokka! Oh, ich vermisse Deles. Sie ist ein Quokka. Also ihr wisst, was Quokkas sind. Das sind diese kleinen... Wartet mal, habe ich ein Bild von einem Quokka? Ich hoffe, ich habe hier auch ein Bild von einem Quokka drauf. Nein. Ich habe alle Quokka-Bilder gelöscht. Scheiße. Und ich habe auf diesem Rechner keine... Ja, Leckerlis werden immer teurer. Ich habe festgestellt, die Leckerlis sind so günstig und ihr macht hier so den Moneyboy, so tschang, 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 tschang. Deswegen sind die teurer geworden. Außerdem, die Katze schläft gerade. Das heißt, keine Leckerlis für die Katze. Ja, also Quokkas, das sind diese kleinen, flauschigen, australischen Viecher, die immer grinsen, egal was passiert, außer da ist ein Fressfeind vor denen. Dann schmeißen die ihre Kinder vor die Füße des Fressfeindes und rennen weg. Hust. Ja, Eist, ich meine dich damit. Nein, nicht mit dem Quokka, aber mit denen, ihr macht so Moneyboy-technisch. Chang, 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 chang. Damit meine ich das, junger Mann. 5K sind für mich nicht viel. Ey, rich sein, einmal im Leben, Eris Channel. Ich bin rich!
Sehen wir die gerade an? Ja, die sind echt süß. Dele sagt immer, ich bin ein Quoker. Ich weiß nicht, ob sie damit meint, dass ich sie opfern würde bei der nächstbesten Gelegenheit. Oder ob sie einfach nur meint, dass ich süß bin. Ich glaube, sie meint Letzteres. Ich glaube, sie meint Letzteres, weil wenn ich immer unser Boku no Hero Academia MSP schreibe oder unser Fate MSP, schreit sie mich immer an, dass ich überhaupt keinen Selbsterhaltungstrieb habe. So von wegen, musst du immer zu den Bösen rennen? Und Eri so, hätte gerne die Zahl auf dem Konto, aber ja. Oh, ihr macht gerade voll mir meinen Tag, nachdem ich schon eh so ein bisschen scheiße drauf war wieder. Ich glaube, ich sollte echt in nächster Zeit keinen Alkohol trinken. Ich frage mich, wie ich nächste Woche Freitag überleben soll. Also nächste Woche Freitag habe ich mit ein paar Kollegen, mit denen ich angefangen habe in dem neuen Job, gehen wir gemeinsam zu Abendessen. Ich habe gestern einen Tisch reserviert. Oh, Alter, war ich nervös, als ich den scheiß Tisch reserviert habe. Ich so, scheiße, wie reserviert man einen Tisch? Eri, nicht lebensfähig, kann ich mal einen Tisch reservieren? Ich hab's hingekriegt. Ja, und ich muss denen nur sagen, dass wir nicht 18 Uhr anfangen, sondern schon 17:30 Uhr, weil er hat gesagt, naja, 18 Uhr sind die besten Tische weg. Und ich dachte mir, ich reserviere doch gerade, warum sind dann die besten Tische weg? Hab's dann aber nicht weiter hinterfragt und hab dann gesagt, ja, okay, dann 17:30 Uhr. Ja, und da gehen wir dann halt zu sechst ins Restaurant, essen dort lecker Steak. Steak. Und saufen uns ein. Und ja, ich glaube, das habe ich momentan einfach nötig, so ein bisschen menschlichen Kontakt. Und warum bin ich so feucht? Ich meine jetzt hier das Oberteil, aber es könnte daran liegen, dass ich vor uns meine Wäsche aufgehangen habe. Deswegen bin ich noch ein bisschen feucht. Gerade als ich ein paar Regentropfen spürte. Erst ein, dann zwei. Und plötzlich fiel das Wasser förmlich auf uns herab. Ich glaube, das war's dann für heute Nacht. Komm schon. Er bewegte sich unter einen dicken, belaubten Baum, wo der Regen nicht so durchkam und legte eine Decke auf den Boden. Willst du einfach nur dort stehen oder wirst du dich hinsetzen? Ich sah ihn ernst an und setzte mich in die weiteste Ecke von ihm entfernt hin. Wie groß ist die Decke? Gaststätte anrufen und für eine bestimmte Zeit, für eine bestimmte Anzahl an Personen einen Tisch bestellen. Auf meinem Namen! Ja, wir wollen nur festhalten, der läuft jetzt auf meinen Namen. Also was auch immer die machen, sie können sagen, ja, hier ist ein Tisch für... Wie hieß Christina eigentlich mit Nachnamen? Bestellt! Ah, das ist witzig. Nein, ich werde da hingehen, Freitag. Ich werde da definitiv hingehen und ich werde Spaß haben. Ich werde Spaß haben. Weil ich mag die fünf Leute, mit denen ich hingehe. Ich mag die wirklich sehr. Die haben auch echt eine Geduld mit mir. Und eine von den Personen, also zwei von den Personen, ich will nicht lügen, zwei von den Personen haben mir auch geholfen beim Ausräumen der Wohnung meines Vaters. Die haben dann halt den Sperrmüll rausgetragen. Das war voll cute von dem. Wir kannten uns noch gar nicht so lange und die haben mir trotzdem geholfen. Das war cute. Ich schulde denen eigentlich noch was. Ich schulde denen auch sogar sehr was. Genauso schulde ich eigentlich Nils noch was. Aber Nils will nichts, weil Nils hat mir richtig hart noch auch geholfen. Also er hat nicht nur den scheiß Sperrmüll runtergetragen, er hat mit mir auch den scheiß Müll runtergetragen. Er hat den Müll bis zu meiner Wohnung gefahren. Damit wir den aus der Wohnung kriegen. Und ich so, okay, ich schulde dir was. Er so, ach komm, du hast mir damals zu Pure-Zeiten so viel geholfen. Und ich dachte mir so, Alter, lüg nicht. War ich so der Gedanke, so dieses, Alter, lüg nicht. Ich habe ja nichts gemacht, habe ich. Ja. Deswegen, ich schulde eigentlich ganz vielen Menschen aktuell total viel. Und alle so, nein, das machen wir gerne. Und ich denke mir so. Also, wenn ihr mal jemanden braucht, der mit rabiater Gewalt irgendwelche Möbel auseinanderdrückt, ne? Eri ist euer Girl. Das hab ich gemacht in Papas Wohnung. Ich weiß gar nicht, wie oft ich laut war. Ah.
Mir geht's gerade. Ich bin ja ganz okay in der Ecke, wo ich sitze. Er rollte mit den Augen und hielt sein Handtuch. Na schön. Aber beschwer dich nicht, wenn du. Was ist ein Pneumonia? Ich würde sagen, das ist irgendwie Schlafmangel. Ich bin nicht so gut mit fachlichen Begriffen. Lungenentzündung. Ach so, okay. Aber beschwer dich nicht, wenn du eine Lungenentzündung bekommst. Wenn ich eine Lungenentzündung bekomme, dann werden all meine Probleme verschwinden. Ich würde sie sehr willkommen heißen. Jedenfalls, also was jetzt? Warten wir einfach, dass der Regen aufhört? Ja, es ist spät. Also hätten wir sowieso früher oder später aufgehört. Wir werden morgen weitermachen. Kannst du gerne machen. Mein Bett muss sowieso noch in Kleinteile zerlegt werden und auf den Schwämme. Ey, gib mir einen Schraubenzieher und das Ding ist hier ritzt. Gib mir zwei Schraubenzieher. So einen Kreuzschraubenzieher und so einen normalen schmalen. Ey, es gritzt. Krieg ich alles auseinander. Mach ich dir kaputt, Alter. Ich würde sagen, wir haben die Hälfte hinter uns. Hallo, hab ich die Karten oder du? Für gewöhnlich würde es uns fast 3 Tage brauchen. Aber bei der Geschwindigkeit, mit der wir uns bewegten, um voneinander so schnell wie möglich wegzukommen, werden wir es wahrscheinlich richtig schnell schaffen. Ja, würde ich so sagen. Die Stille fiel über uns herein. Es war unmöglich zu sagen, was er wirklich dachte, und ich wusste nichts, ich wusste nichts über ihn. Vielmehr noch, was würde passieren, wenn wir Maria fanden? Würde ich dann bei ihm festhängen? Wäre sie froh, mich überhaupt zu sehen? Ich hatte sie nicht mehr sehen können, nachdem Vater es mir verboten hatte. Wenn sie mich ablehnen würde, dann hätte ich wirklich niemanden mehr. Ich zog meine Knie zu meiner Brust und versuchte nicht darüber nachzudenken. Das Einzige, was ich jetzt tun müsste, wäre, mich für morgen auszuruhen und zu sehen, ob sie überhaupt gefunden werden konnte. Ich hatte bisher sonst noch keinen weiteren Plan. Ich starrte wieder zu Theo. Er musste sich wirklich sehr um Marinas sorgen, da er nach ihr suchte. Wenn ich verschwinden würde, würde er dann auch nach mir suchen? Aber es gab niemanden auf dem Planeten, der versuchen würde, mich überhaupt zu finden. Ich spürte, dass meine Augenlider schwerer wurden mit diesen Gedanken und ein Schlaf kam über mich hinein.